Herzlich willkommen zu AfD persönlich. Anlässlich der diesjährigen Europawahlen wollen wir es natürlich nicht missen, Ihnen unsere Kandidaten für die Europawahl noch einmal genauer vorzustellen. Und ich freue mich, dass ich dazu jetzt Irmhild Bosdorf, Listenplatz 9 der AfD-Europaliste, bei uns im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Irmhild, was hat Sie dazu bewogen, fürs Europäische Parlament zu kandidieren und was ist Ihr politischer Werdegang? Mein politischer Werdegang, ich bin 2016 in die Partei eingetreten, bin aber schon lange auch so im politischen Vorfeld aktiv gewesen. Ich schreibe seit vielen Jahrzehnten auch für die Junge Freiheit zum Beispiel, habe da auch mal Ottfried Preußler zum Beispiel interviewt, bin also immer politisch aktiv gewesen, aber nie parteipolitisch aktiv. Und als 2013 die AfD entstanden ist, habe ich sie erst so ein bisschen kritisch beäugt und habe dann 2016 den Entschluss gefasst, auch in die Partei einzutreten. Und ich glaube, dass ich in Europa auch gut aufgehoben bin. Ich selber bin in Flandern geboren. Ich bin also 20 Kilometer von Brüssel entfernt geboren, in Mechelen, und habe seit vielen Jahrzehnten auch einen sehr engen Kontakt zur flämischen Rechtspartei, zum Vlaams Belang und auch einen sehr guten Draht in die Niederlande. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Also die europäische Vernetzung ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Genau, auf jeden Fall. Wer Sie kennt, der weiß ja, Sie sind ein absoluter Familienmensch. Sie haben selber 4 Kinder und auch einige Enkelkinder inzwischen schon. Genau, ich habe 5 Kinder. Auch 5 sogar. Ich habe 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Und ich glaube, da bin ich auch sehr authentisch, wenn ich mich zu familienpolitischen Dingen äußere. Und ich habe das ja auch bei meiner Bewerbungsrede in Magdeburg deutlich gemacht, dass wir eben wirklich nicht nur beklagen dürfen, dass wir so eine Masseneinwanderung haben, sondern wir müssen im Grunde genommen ja auch beklagen, dass wir dem nichts entgegenzusetzen haben, dass wir selber eben auf Kinder viel zu häufig verzichten, aus welchen Gründen auch immer. Und ich stehe auch dafür, dass man junge Leute dazu ermutigen soll, auch Familie zu gründen. Sehen Sie Ihre zukünftige Arbeit als Europaabgeordnete auch als eine Möglichkeit, die Zukunft für Ihre Kinder und Enkel positiv zu beeinflussen? Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich mich nicht politisch engagieren. Ich glaube, das ist immer eine wichtige Motivation, wenn man selber Kinder hat. Dann weiß man auch so, was danach kommt. Ja, und man weiß auch, dass man so für die nachkommenden Generationen auch kämpfen muss. Was wollen Sie da genau verwirklichen? Zum einen würde ich gerne die europäische Vernetzungsarbeit weiter vorantreiben. Wir haben es ja auch geschafft, letztes Jahr auch mal Tom van Grieken zum ersten Mal übrigens als Redner nach Deutschland zu holen für die AfD bei einer großen Veranstaltung. Also dafür stehe ich, dass man eben so Richtung Westeuropa sich stärker vernetzt. Und zum anderen würde ich mich freuen, wenn ich mich eben auch so in familienpolitischen Dingen einbringen kann. Und ich weiß, dass da eben Europa auch ein wichtiger Ankerpunkt ist. Denn diese ganze Trans-Agenda, die jetzt gerade auf unsere Kinder herunterprasselt, das ist ja vorgegeben von der Europäischen Union. Seit 1995 wird eben diese Trans-Agenda verfolgt. Und das wäre zum Beispiel für mich ein Punkt, dass ich sage, nein, das will ich nicht, das lehne ich ab. Und ich würde gerne dafür sorgen, dass Kinder auch wieder als Kinder einfach groß werden dürfen. Sie hatten ja auch jetzt gerade gesagt Familienpolitik, aber Sie haben sich auch schon in der Vergangenheit stark gemacht für die Bauernproteste. Genau. Wie haben Sie sich da konkret engagiert? Genau, ich bin also mit einem Landtagsabgeordneten der AfD aus Nordrhein-Westfalen in die Niederlande gefahren. Wir haben da einen Kontakt mit der Farmers Defence Force. Das ist so die radikalste Bauernorganisation in den Niederlanden. Wir haben uns mit denen lange unterhalten. Wir pflegen also auch nach wie vor einen engen Austausch. Und wenn man sich das anschaut, was da bei diesen Bauernprotesten passiert, das sind ja ganz, ganz viele Handlungsstränge, die da eigentlich zusammenkommen. Das eine ist der Green Deal, der eben die Landwirtschaft einschränken soll. Das ist diese Farm-to-Fork-Strategie. Aber das ist ganz pragmatisch in den Niederlanden auch die Suche nach neuem Wohnraum für die ganzen Zuwanderer. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Bauern in den Niederlanden zumindest enteignet werden sollen. Sie haben sich ja auch, wie Sie gerade schon geschildert haben, mit den Bauernprotesten im europäischen Ausland beschäftigt. Mhm. Wie unterscheiden diese sich von denen, die wir hier in Deutschland hatten? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Was mir immer auffällt, ist, dass viele Organisationen im Ausland sehr viel klarer auftreten, als wir uns in Deutschland das zu tun trauen. Also die Bauern in den Niederlanden sind wirklich sehr, sehr aktiv
Und die können auch auf eine ganz große Zustimmung der Bevölkerung rechnen. Die haben halt tatsächlich Autobahnen abgesperrt und dann standen Leute stundenlang in Staus. Und wenn man dann diejenigen gefragt hat, die im Stau standen, die haben nie gesagt, ja, jetzt stehe ich hier im Stau, sondern es kam immer Zustimmung zu diesen Bauernprotesten. Und ich glaube, da wären wir auch gut beraten, wenn wir in Deutschland eben auch unsere Bauernproteste viel stärker unterstützen würden. Ich würde abschließend noch eine Frage gerne stellen, und zwar Ihre Vision für Europa. Was würden Sie gerne für ein Europa Ihren Kindern, Enkeln und eben auch allen nachfolgenden Generationen hinterlassen? Ich würde gerne meinen Kindern ein Europa der Vaterländer hinterlassen, wo man auch tatsächlich noch die einzelnen Nationalstaaten noch erkennen kann. Und ich glaube, das ist auch das Pfund, mit dem Europa immer gewuchert hat, dass wir eben unheimlich vielfältig sind. Und ich möchte nicht, dass Europa durch die EU unter einer grauen Einheit, so in einem grauen Einheitsbrei irgendwann erstickt, sondern ich möchte wirklich, dass jedes Land auch seine Eigenheiten bewahrt und dass man darauf auch stolz sein kann. Ganz herzlichen Dank, Irmit Busdorf.